So, herzlich willkommen zu Folge 10 und zu dem, was Pokémon quasi aufmacht, und zwar trainieren. Weiter. Ja, Ratzfratz ist natürlich immer gleich so extrem. Volltreffer. Sehr schön, 81 EP, erreicht Level 13. Ah, langsam wird's ja. Sehr gut. Wir brauchen Durchschnitt bloß noch zwei Attacken. Das ist sehr gut. Das heißt, Commander sind mittlerweile tatsächlich schon auf einem akzeptablen Niveau. Wo wir auch nicht gleich direkt sofort sterben. Und wir haben sogar schon Level 14. Wisst ihr, was wir machen, ein bisschen anders, damit wir hier nicht so komisch dieses komische Komisch-Dick da. Wir machen mal Settings. Gehen mal auf maximal. Brauche ich zweifach? Ja, wir machen mal zweifach und machen aber dafür durchweg. Digga, Nightcore hier. Wobei wir mittlerweile auch von Damen relativ gut besiegen könnten. Und damit ist Glumanda auch schon wieder fast fertig. Komm, bitte Volltreffer. Ah, scheiße. Ja. So, Bidasam. Ach, er hat immer noch nur Tackle. Gott, das wird nie im Leben was. Guckt euch das an. Wow. So klingt Maschinengewehr. Also ich glaube mal, das dürfte die Lieblingsfolge eines jeden Nightcore-Fans sein. Was? Junge! Geht doch! Alter! Ansonsten würde es mir doppelt wirklich noch zu langsam sein sollte, dann kann er bei YouTube auch noch auf doppelte Geschwindigkeit stellen. Da gibt es ja allerlei Möglichkeiten. Was? Blut gegen daneben? So, wir sollten uns jetzt mal vielleicht doch ein bisschen mehr um dieser Samen kümmern hier. Damit wir alle Pokémon mal auf dem erträglichen Niveau haben. Ach, da kommt direkt ein Habitat. Wisst ihr was? Wir wechseln am besten mal immer direkt gegen Smetbo ein. Dann hat Smetbo noch ein bisschen Training. Dann ziehen wir quasi mit Smetbo die anderen Pokémon immer hoch. Dann können wir hier auch mal ein bisschen gegen ein paar stärkere Pokémon kämpfen, die dementsprechend auch ein bisschen mehr EP geben. Konfusation! Volltreffer! So, wir wechseln mal hier mit und mal ein bisschen nach ganz unten. Damit ich hier nicht immer so aufs Klicken muss. Los, Smetbo! Konfusation!
Sehr schön. Smetbereich Level 18. Superschall. Obwohl, na, Superschall. Superschall. Konfusion behalten wir auf jeden Fall. Schlafpuder behalten wir auch auf jeden Fall. Höchstens Stachelspore. War ganz ehrlich. Nee, komm. Superschall nicht erlernen. Brauchen wir nicht. Wir haben genug andere effektive Sachen. Boom. Sehr geil. So, wie hoch ist eigentlich mittlerweile unser Bidasam? Auf Level 11 immer noch nur. Gott. Yay, yeah, Bidasam erreicht Level 12. Aber immer noch kein Rankenhieb. Scheiße. Nein. Da. So. Aua. Tja, also Ratzpatz ist echt so ein Gegner, der macht ganz schön Aua. Gut, zum einen, weil Ratzpatz meistens schon Level 12 ist. Und zum anderen, weil, wie gesagt, Ratzpatz an sich ja schon relativ starke Attacken hat. Das merkt man natürlich auch relativ schnell. So, Status. 102 EP braucht es noch. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Shadow alleine mit Habitat wird auf jeden Fall nicht fertig. Nie im Leben. Ne. Definitiv nicht. Hallo? Geht doch. Gut, da lassen wir tatsächlich mal wieder Gumanda rein. Okay. Yay, Gumanda reicht Level 15. Silberblick. Gut, Silberblick bringt zwar nahezu kaum was, aber okay. Aua, tut doch weh. Aua, tut doch weh. Sehr schön. Ah, endlich mal Level 13 für Bidasam. Und Rankenhieb. Nice, endlich mal. Sehr schön. Dann können wir mal jetzt versuchen, ob es jetzt ein bisschen, ne, mit Rankenhieb mal ein bisschen hier erstmal nach ganz oben. Dankeschön. Ah, nee. Nicht wirklich. Aua. Los, glut ihm mal eine ordentlich in den Glutdrachen oder so. Schmetro. Ah, könnte jetzt ein bisschen heftig werden, weil wir haben nur noch 12. Aua, aua, aua. Okay. Gut, dann gehen wir mal wieder ein bisschen hier, ne? Ins Pokécenter. Halt, das war das Falsche. Sehr schön.
Und direkt wieder ratzfatz. Gut, dann wollen wir mal gucken, wie sich hier die Pokémon dagegen schlagen. Frankenhieb. Pflanze ist, glaube ich, nicht so effektiv, oder? Oh, doch. Nice. Okay. Okay, das ist doch mal eine Ansage hier. Ich glaube, dann bleiben wir auch erstmal hier bei, Dingster Booster. Das Problem ist halt, Sandarm kommt relativ selten. Meistens kommt hier so ein scheiß Habitat. Aber Habitat ist zumindest gut für Glumanda. Da tut man auch noch ein bisschen was zum Trainieren. Sehr schön. Am besten, wenn sowieso meistens Habitat kommt, dann sollten wir vielleicht doch mal die beiden austauschen, dass Glumanda an erster Stelle ist. Die kriegt die Glumanda nicht immer unnötig auf die Fresse, weil wir es erstmal einwechseln müssen. Weil, wie gesagt, immer wenn wir Pokémon einwechseln, kann der Gegner erstmal einmal gratis angreifen. Das wirkt natürlich unserem Training ein bisschen entgegen. Von daher. Und jetzt kommt unser Sandarm-Wetten. Ah, den Ratzfatz. Komm, Ratzfatz, das ist definitiv die falsche Trainingspartie. Wir wollen ja schließlich nicht trainieren, ins Pokécenter zu gehen, sondern, ja. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es in dieser Folge alle auf Level 20 zu bringen und dann können wir vielleicht nochmal gegen Ratzfatz wieder kämpfen hier. Und das Schöne ist halt, umso stärker die Pokémon sind, umso mehr EP bekommt man natürlich auch. Ganz klar. Und weil Ratzfatz halt meistens schon Level 12 ist, heißt es natürlich, dann bekommt man wesentlich mehr EP als beim Habitat, was gerade mal Level 8 ist. Das macht natürlich schon einen gewissen Unterschied. Yay, Level 16. Oh! Wir haben ein Kotexo. Holy Scheiße. So, da ist natürlich wieder dieser Samen an der Spitze. Die war mit ihrem Heuler. Ist das zum Heulen? So. Wir haben noch 5 AP. Oha. Aber schön, dass zum ersten Mal unsere AP schneller aufgebraucht sind als unsere KP. Ist zumindest ein gutes Zeichen.
Dann können wir uns also bald dann wirklich mal auf, dann haben wir quasi, nicht Glimanda, sondern hier Kotexum ein bisschen schon mal auf dem ordentlichen Niveau. Dann wechseln wir tatsächlich mal zu Bisasam. Damit der auch mal auf ein ordentliches Niveau kommt. So, wie viel AP haben wir noch? Null. Na, leck mich am Arsch. Na gut. Machen wir hier nochmal mit Kratzer fertig und dann. Erreicht Level 17. So, dann kommt jetzt wieder Sammer in die Spitze. Tja, nur gegen Habitat können wir mit dieser Sammer nichts ausrichten. Mal gucken, wie es bei Donkey Kong aussieht. Ah, oh, sieht schon ein bisschen besser aus. Das Problem ist halt, meistens kommt sie als Habitat. Und da sieht unser Pflanzen-Pokémon nicht ganz so gut aus. Oh, Sandan. Sehr schön. Ey. Der Zufall ist uns zugute. Zu Gutenberg. Keine Ahnung. Bisasam erreicht Level 15. Ob sich Bisasam wohl auch bei Level 16 entwickelt? Werden wir sehen. Und da kommt ein Taubfee. Mal versuchen. Wir können es doch jetzt mal Tackle versuchen. Ja. Ist auf jeden Fall effektiver als Rankenhieb. Oh, Ratfratz. Was? Oh Mann, Alter. Nee, komm. Ratfratz ist definitiv kein Gegner für uns. Also jetzt. Ne? Nein! Okay, bye bye. Smetko. So. Nein, Mann. Tackle. Du. Vom Ochse. War auch wieder halb tot. Das geht so gar nicht. Nope. Können bitte wieder Mankey oder Sandan kommen hier? Diese Vogelfüßer gehen mir langsam ein bisschen auf den Sack hier. Da bekommt man echt Bock auf Geflügel. Okay, ich glaube, die wissen, dass ich die nicht mag. Jedoch. War ja wieder klar. Ich sag dir, Habitat, die sind echt
Okay, F-Glitch also auch bei Level 16. Sehr schön. Können wir wieder speichern hier? Nein. Das heißt, damit mittlerweile alle auf einem einigermaßen ordentlichen Niveau, dass sie mindestens so Level 15, 16, 18 haben. Ich weiß zwar nicht, wie weit wir damit bei den Trainern vorankommen, aber warum muss ich überhaupt Rankenhieb? Ich bin noch hoch dumm. Ja, ich komme hier. Alle, die ihn. Wir gehen mal zur oberen Wiese, vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Training, weil da nicht so viele Habitats kommen. So, was haben wir hier? Ach, siehst du. Gut, Rankenhieb dürfte hier aber nicht allzu viel bringen. Ich nutze mal hier hauptsächlich Tackle. Okay, kommt auch nicht allzu viel. Aber zumindest kriegen wir auch kaum Schaden. Das wäre eigentlich eine geile Sache für unser Glumanda. Weil Feuer ist natürlich die Pflanze sehr effektiv. Recht Level 17. Wisst ihr was? Ich gehe mal doch wieder auf 10. Oh Gott, Alter. Aua. Ist ja schlimm. So. Klofenser. Oh, Blutzug. Ja, der hat leider Ultraschall. Da nehmen wir doch lieber das Fettbo. Und ein Taubsi. Na los, Fettbo. Warum sind wir noch so schwach, sag mal? Alter Schwede. Ah gut, wir sind Level 18. Dann machen wir wieder Glutexel hier am Anfang. Der mit seinen Feuertakten dürfte hier sowieso wesentlich besser durchkommen. Dann machen wir hier ordentlich mal den Ofen einheizen. 133, sehr schön. Schon wieder 133. 144, okay. Und 102. Na gut, jetzt haben wir jetzt schon Level 18. Nein, ich wickel dich gleich mal am Arsch hier. Oha. Ach scheiße. Ja. Und zwar Smetbo. Da haben wir auch gerade mal Level 18 und ganz ehrlich, könnt ihr auch mal wieder ein bisschen trainieren hier. Tauschen gegen... Genau. Kommt direkt am Anfang.
Oha, Tobuga. Alter, sind sie. Digga! Was für übel starke Pokémon die teilweise sind. Ja gut. Jetzt hat Pikachu jetzt auch gleich ein Level abbekommen. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Alter. Hilfe. Sehr schön. Dafür ist der Kürre im Kopf hier. So. Ja gut, wir könnten doch eigentlich wieder zu Lumanda wechseln. Mal gucken, wer ist denn am schwächsten? Am schwächsten ist derzeit. Ja doch, Bisasam, also Bisaknosp und Glutexo das. Bisasam und Mann, nicht schon wieder. Bisaknosp und Glutexo. So rum. Sind beide gleich auf. Da kommt Bisaknosp am Anfang. Der hat zumindest die meisten Chancen hier. Mit seiner Glutattacke. Außer es kommt wieder ein Tauboga. Aber ich glaube mal, wenn nochmal ein Tauboga kommt, flüchten wir einfach. Yay, Level 19! Wusa! Wusala! Volltreffer! So. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus hier. Tja, so Glutexo zu trainieren ist hier tatsächlich am einfachsten. Einfach weil halt, ne, Feuer relativ gut ist gegen alles, was hier ist. Digga, der Taubsi, der gibt mir schon hart auf den Sack. Level 20. Okay, Blutzug, dann nehmen wir doch wieder Smetbo. Können wir mal probieren, was bei Kratzer passiert. Ja. Digga. Ja gut. Noch ein Angriff überlebt eh nicht. Ist doch scheiße. Tackle. Schaffst du das? Nee. Da ist Metro. Mit Bo und geht auch. Ach, ja gut, okay. Das Problem ist halt bei Taubsi ist halt Level 15. Das ist halt schon ganz schön heftig. Obwohl, das hat gerade mal Level 13. Macht uns trotzdem ganz schön Schaden. Smetbo! Yay! Und da merkt man schon, für sein Level am stärksten ist definitiv Smetbo. Und das ist halt auch das, was ich meine, dass Smetbo halt extrem stark wird. Wenn es mal treffen sollte, hallo? Och komm, du. Ja, Sandwirbel ist schon eine echte Arschmuff-Attacke. Aber dafür ist Windwirbel ja auch da, ne? Genau, Tackle. Ja, komm. Ich glaube, die Topsies, die lasse ich immer einfach draus. Ist ja
irgendwie schaden die uns mehr, als dass sie uns trainieren. Ich meine, wenn wir sie besiegen, kriegen wir zwar ordentlich EP, aber es bringt ja nicht, wenn wir nach vier Taubfies immer direkt zum Pokémon-Center müssen. Das ist ja definitiv nicht Sinn und Zweck des Trainings. Erreicht Level 20. Geile Scheiße. Ah, hier komm. Gerade bei dem Top, sie hatten was für Glück gehabt, dass wir da nicht so viel Schaden bekommen haben, aber. Ich hasse Topsies. Nein, keine AP mehr übrig. Rankenhieb. Gut, ich meine, bei ihm können wir sowieso direkt wieder flüchten. Weil da ist auch Rankenhieb garantiert und. Ah, gut. Nee, funktioniert auch nicht. Okay, dann kommt jetzt wieder Kritexo. Dann tauschen wir die beiden am besten direkt mal. Wir könnten aber auch Sletto eintauschen. Weil Smetbo hätte ich gerne als Backbone, ne, auch schon hoch trainiert. Weil Smetbo ist halt mit seiner Psycho-Attacke und wie gesagt, Konfusion ist ja Typ Psycho. Und ja, dementsprechend gegen eigentlich alles effektiv außer Psycho. Erreicht Level 20, geile Scheiße. Jetzt kriegen wir hier schöne EPs. Wir könnten ja mal oben auf die Wiese gehen. Mal gucken, was hier so kommt. Ah, okay. Scheinbar die gleichen Pokémon. Ah, gut. Was? Digga, ich spektiere euch mal den Arsch. Oh. Der lässt sich auch schon von einem Zubat beißen. Smetbo erreicht Level 21. Yay! Die Frage ist, wann wir die nächste Attacke erreichen. Erlernen. Nein, wir haben keine APs mehr. Guck mal, Küchenstachel hier. Flüchten. Ja, das ist das, was ich meine. Man muss auch unbedingt auf seine APs achten, weil, ja. APs ist mindestens genauso wichtig wie KPs. Weil ohne APs ist man genauso kampfunfähig wie ohne KP. Was? AP, KP, EP. Alles das Gleiche. Alles irgendwelche Zahlen. Immer mit deinem Zubat. Helga. Sag doch gleich, dass du drauf stehst. Oh, 150 EPs. Das geht ja. Also mal etwas mehr, mal etwas weniger, aber im Durchschnitt bekommen wir so pro Pokémon 150 EPs. Okay, manchmal noch 130. Okay, dann mal 140. Obwohl, siehst du, macht doch hier auch wesentlich mehr. Auf jeden Fall sollte es relativ gut reichen, um relativ schnell relativ hoch zu kommen. Was auch immer. Yay, Level 22. Ja, wahrscheinlich erlernt die nächste Attacke so irgendwo bei Level 25 oder sowas. Nein, ich hab schon wieder keine APs übrig. Das gibt's doch gar nicht. APs ist der schlimmste Feind der Menschheit.
Hier. Ah gut, eine Runde machen wir noch und dann sollte unser, was auch immer, Smetbo auf dem ordentlichen, ausreichend trainiert sein. Nein, nicht Wickel, Alter. Oha, Toguga, mal gucken, ob wir es schaffen. Ja, doch. Sehr schön. Und wir kriegen ordentliche EPs dadurch. Haben wir auch ordentlich Schaden bekommen? Oh, Alter. Scheiß Wickel. Blutzer. Mirapla. Klofenta war das andere. Das Klofenta. Erreicht Level 23. Ah, oh Gott, die nächste Attacke. Smetbo versucht, Wirbelwind zu erlernen. Kann ich mir als... Nein, Wirbelwind ist doch egal. Nein, ja. Wirbelwind nicht erlernen, genau. Wirbelwind braucht keine Sau, Alter. Dafür haben wir zu nur Toguga. Also Taufi. Oh, Alter. Lass mich in Ruhe mit deiner dickster Bumster. Ja. Meine Güte. Alter. Nehmt ihren Kackwirbelwind. Nein. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, sollte das mit der Trainingssession auch gewesen sein. Nächste Folge geht es dann weiter mit den Trainern und sowas. Also mit normalen Gameplay, sag ich jetzt mal. Aus Sicht eines RPGs. Wie gesagt, bei Pokémon gehört halt Training ganz normal dazu. Das ist halt, ne? Achso, halt, was mache ich da? Das da. So. Und Auto wieder einschalten. Sehr schön. Gut, dann speichern wir mal. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder und versuchen dann mal, um die restlichen Trainer zu besiegen. Bye. Bis dann.